Was geht ab, Leute? Heute gibt es einen kranken Bundesliga-Kracher. Und zwar trifft der Tabellenspitzenreiter aus Leverkusen auf die Münchner, auf die Bayern in der Allianz Arena. Und wir sind dabei. Als allererstes zeige ich euch hier die Motor World in München. Ist ein richtig geiler Spot, da können wir jetzt gleich ein bisschen abhängen. Sid ist auch am Start, ein Tonnenzopfen und der erste Bayern-Fan. Na? Servus. Und, gewinnt ihr heute? Hoffentlich. Was sagst du? Ich sag 3-1 Bayern. Oh, okay, relativ eindeutig, ja. Der Papa ist auch am Start, was sagst genau, du? Genau, ich sag 2-0 für Bayern. Okay, ich tippe 2-2. Okay. Ja, wird sehr spannend heute, ne? Also, viel Spaß, gell? Ciao. Das ist richtig krass hier, Leute. Das ist riesig. Hier seht ihr auch schon, Bugatti Service ist am Start, McLaren Service. Es gibt Porsche, Brabus, wirklich sehr spezielle Sachen, die alle Autoherzen höher schlagen lässt. Da ist auch ein ganz geiler Burgerladen und da vorne war ich auch schon öfters beim Italiener. Das ist echt lecker. Ich muss noch jetzt erfahren, hier direkt in Texas. Stimmt, Digga. Ja, du weißt jetzt, wie man ein Pferd besteigt, ne? Wir machen jetzt hier durch eine kleine Speed-Tour. Ui, der McLaren hat echt schon einen geilen Farbton. Ach krass, der wird dann sogar immer heller bis nach hinten. Hab ich noch nie gesehen. Artura. Oi, da Bro, der lilane da vorne. Oder der blaue, auch heftig. Ey, da drin ist sogar ein Chiron, glaube ich, der Pure Sport. Damals war man, glaube ich, so der Überking, wenn man mit so einem Kabel rumgefahren ist. Ich finde auch diese Teppiche da drin so richtig flauschig, ne? Boah, Digga, ich weiß gar nicht, wo sollen wir anfangen? Eigentlich müsste man so ein Auto, Bro, mieten und nächstes Jahr damit so eine Bus-EM-Tour machen. Viele Leute stellen hier auch ihre Privatautos ab, damit ja, das einfach so einen großen Showroom auch ergibt. Boah, der ist auch krass, ein Oldtimer. Also eine normale G-Klasse knallt ja schon übertrieben rein, aber eine Brabus G-Class, welche ist das? G800, ne? Alter, Alter, komplett mit White Kit. Innen bauen die ja auch alles nochmal um. Ey, da ist der GT3 RS, Bro. Den habe ich so von nahem auch noch nie so richtig gesehen. Den habe ich unter anderem bei JP Performance gesehen. Also ich glaube, viel krasser geht's nicht, was Porsche angeht. Und genau da ist Eli sein Urus. Ich glaube sogar gleiche Farbe, oder? Oh, ich bin kein Experte, Leute, aber ich glaube, das müsste der Pure Sport sein. Eli, ich muss sagen, ich glaube, der ist ein bisschen heller als bei ihm. Das war schon wirklich eine 11 von 10 Entscheidung. Boah, der kommt so gefährlich auch. So ein Safari-grüner Lambo oder was? Keine Sorge, Leute, das war's noch gleich schon mit dem Auto-Content. Aber mich würde noch interessieren, schreibt mal in den Kommentar, was ist eurer, wenn ihr wirklich nur eine Wahl habt, euer absolutes Traumauto? Ich glaube, bei mir wäre es entweder ein Rari oder so ein All-Black Aston Martin, weil ich einfach James-Bond-Filme feiere. Oh mein Gott, Leute. Für diesen Zufall müsst ihr jetzt alle einen Daumen nach oben da lassen, okay? Der hat einfach auf seinem Lambo Sid von Ice Age. Ein Tannenzapfen! Also wie random, Alter. Ich fass es nicht. Vorgestern hat mir einfach ein Zuschauer, der in einem Autohaus arbeitet, diese Mercedes V-Klasse angeboten. Und schaut mal, wer der Vorbesitzer war. Lionel Andres Messi Cicciottini. Steht da irgendwie für 250.000 Euro jetzt in Deutschland rum und ist halt so eine umgebaute V-Klasse. So einen Lack habe ich aber auch, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist so bronze-goldmäßig. Ja, die Felgen sind auf jeden Fall komplett bronze. Zu fresh, wenn man den Motor auch hier durch das Glas sieht. Wirklich ein sehr cooler Ort, um einfach mal durchzuspazieren. Und wir gehen jetzt hier noch eine Kleinigkeit snacken. Für diesen Schlag, Bro, lege ich so extra die Umhängetasche ab. Das ist der einzigste 1 Euro, den wir haben. Über 800 macht, dann 40.000 Likes. Was war das für ein Scam, Bro? Hast du es gesehen oder geht es langsam hoch? Ich weiß, ich glaube langsam hoch. Nein! 707. Eltern haften für ihre Kinder, Junge. Tja, was gönnt sich denn der Sit da? Erstmal eine Pizza oder was? Maschallah. Ich gönne mir glutenfreie Nudeln mit Parmesan. Ich kann mein Leben lang, Maxi, einmal nur Nudeln mit Käse essen, ne? Ich liebe das. Ist auch so entspannt, man muss nur knapp 2 Kilometer weiterfahren von der Motor World. Hier parke ich meistens immer mein Auto und den Rest laufe ich jetzt zu Fuß zur Allianz Arena. Das heißt, man kann beide Sachen perfekt miteinander kombinieren. Das klingt schon wie so ein Placement, Leute, aber ist einfach eine Empfehlung von mir. Maxi hat mir hier jetzt noch seinen Pulli mitgegeben, weil nachher wird es ein bisschen kühler. Ich habe meinen zu Hause vergessen, hier mit Ruffy drauf. Ja, haut euren Tipp raus. Ja, ich würde sagen, es wird ein stabiles 3-1 für Bayern. Ich sag sogar 3-0, obwohl Leverkusen nicht so schlecht ist. Aber wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wir sind sogar an der Südkurve. Oh, nice. Ich bin, glaube ich, hinter den Trainerbänken. Trifft Kane heute wieder? Safe. Safe, ich sag sogar synchron. Zweimal, aber erst nach der 60. Wen habt ihr hinten drauf? Kane natürlich. Ah, Coutinho noch. Warte, man hat es nicht gesehen. Hey. Geburtstag hast du? Ja. Alles Gute. Dankeschön. Wie alt bist du? 19. Oh, ja, stabil. Kimmich hat es noch rechtzeitig in den Kader geschafft. Ebenfalls Musiala und Upamecano melden sich auch fit.
Visca Barça, na, alles klar. Was gibt's erst, Digga? Das neue Comeback sollte auch nicht mehr allzu lange dauern. Ich denke, in ein paar Wochen wird er dann wieder auf dem Platz eigentlich stehen, der Manu. Ja, da sind auch schon ein paar Leverkusen-Fans. Hier auch einer mit Würz-Trikot. Der befindet sich auch wieder in einer bestechenden Form nach seiner langen Verletzung. Oh, Leute, da kommen gerade die Massen an aus den U-Bahnen. Komm, Bro, Bild, oder? Ja. So geil, Leute. Nächste Woche geht dann endlich wieder Champions League los. Voraussichtlich werde ich dann auf Paris gegen Dortmund gehen und einen Tag später auf Real Madrid gegen Union Berlin. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Oder zum Beispiel auf Gala gegen Bayern, Leute. Da bin ich auch wieder in Istanbul am Stadion. Das ist aber wirklich das perfekte Fußballwetter. Jetzt sind es schon unter 20 Grad. Heute den ganzen Tag die Sonne geschienen. Dementsprechend wird, glaube ich, auch die Intensität im Spiel umso höher sein. Servus. Schmeckt das Bierchen? Ja, freilich. Super, super. Hey, Mario, Visca Barça. Ja, freilich. Leverkusen hat ja zum Beispiel den Diaby abgegeben, aber dafür so viele Neuzugänge geholt. Xhaka hat ja auch wie eine Bombe eingeschlagen. Und keine Sorge, Leute, nach dem letzten Vlog bin ich heute sehr, sehr früh dran. Wir verpassen keine Sekunde und wir können uns auf diesen Engländer sehr freuen. Wie schön sieht da hinten bitte gerade der Sonnenuntergang aus. Halt gerade so rein. Ich habe es irgendwie im Urin, Bayern wird die Saison wieder mindestens 2 Titel einfahren. Die Frage ist nur welche, was denkt ihr? Sergej kommt gerade eben zu mir und er sagt, er kennt mich seit Impact-Zeiten, Leute. Damals der COD-Clan. Okay, was denkst du? 3-1. 3-1 für die Bayern. Und ihr? Ich tippe 2-1 für Leverkusen. Oh, obwohl du Bayern-Trikot an hast. Die Realistin. Man muss es wirklich immer wieder betonen. Allianz Arena, Real Talk. Einfach mit das schönste Stadion auf der Welt. Fans mit neuer Trikot sieht man aber sehr selten. Cool, dass er es anhat. Den Manu habe ich ja auch schon mal in echt getroffen. Hier seht ihr ein Bild eingeblendet. Die beiden Jungs, Bayern-Fan? Ja. Und Barca-Fan, Ehrenmann. Kommen aus Tirol. Eigentlich meine Stadt, ne? Anton aus Tirol. Das wäre aber natürlich auch ultra geil, wenn die Bundesliga wieder so lange spannend bleibt wie letzte Saison. Wobei, dieses Finish kann man ja eigentlich nicht nochmal toppen. Da schreien schon ein paar. Bayern! Sogar der Ordner kennt einen. Klasse. Und das ist mein heutiger Sitzplatz auf der Haupttribüne, links von der Südkurve. Richtig nice, da unten sind dann die Trainerbänke. Ah, Digga, können wir uns heute auf dieses Bundesliga-Highlight extrem freuen. Und da winkt mir auch schon einer. Hallo. Habibi! Na, alles klar? Alles gut? Ja, klar, was geht? Eligello! Eligello, sag was andere? Und wer ist aber dein Lieblings-YouTuber? Visca Barça natürlich. Okay, ja. 5er kriegst du gleich. Und da kommen die Bayern raus. Völlig überrascht. Es ist einfach Flo in der Startelf, Leute. Und da ist er. Harry Kane. Auf Fonti können wir uns wie immer auch sehr freuen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Kimmich von Anfang an spielt und Musiala erstmal nur auf der Bank ist. Und bei Bayern Leverkusen startet Würz. Boniface hat ja auch letztens 2 Tore gemacht. Xhaka, Grimaldo, Frimpong, auch sehr guter Spieler. Jonathan Tah hatte auch eine starke Leistung im letzten Länderspiel. Das erste Mal gibt die Südkurve Gas. Kleiner Sneak Peek, mit wem die Tage ein Video online kommt, und zwar mit Karim. Der Dreh war so entspannt und korrekt mit ihm. So krass, Leute. Aschraf hat einfach eine offizielle Collab mit FC Bayern, mit seiner Modemarke 6PM. Die Werbung wurde sogar auf dem Times Square in New York angezeigt. Gleich kommt die Aufstellung der Bayern. Und die Lichter gehen aus. Neuer sitzt auch unter uns. Ich wollte gerade eben bei der Schweigeminute nicht dazwischen reden, Leute. Und die Fans stimmen direkt an, steht auf, wenn ihr Bayern seid. Ein Münchner Himmel ist nie allein. Und hier wird das Pyro gezündet. Und jetzt geht's gleich los, Leute. Anschluss, vamos! Krass aber, dass der Neuer hier unten sitzt und nicht oben im VIP-Bereich hockt. Die Stimmung ist wieder überragend in den Anfangsminuten. Oh, Riesen!
Mauer ist da auch am Start, Leute. Krass, das sind vielleicht alle hier in dem Bereich. Genau neben mir, Leute, sitzt mein Mann, der macht die ganze Zeit Notizen für das Nationalteam von Holland. Der ist hier wegen Delikt und für Pong. Platz für Bayer. Der kommt gefährlich. Oh mein Gott, ich dachte, das sitzt, ne? Der gefällt mir gut. Sehr spitzig. Gut gespielt. Schau mal, die können einfach gut zocken. Boah. Alter, ich glaube, Kim auch mit dem Tackle fälscht den Ball ab. Ansonsten wäre der, glaube ich, auch drin. Das meine ich. Die Verteidigung für Bayern ist alles andere als sattelfest. Oh, wir spielen schnell. Direktes Spiel, kein Abseits, ich hab's genau gesehen. Oh mein Gott, Digga, der hat so gechoked, die Nummer 7. Ich nur schießt, er muss aufs Tor ziehen. Was macht Bayern hinten? Das ist ja unfassbar. Oh, Bonifay! Oh, ich mach ganz stark die kurze Ecke zu. Alter, du lebst jetzt mit Chance und fast in den Minuten. Jetzt hat 2-1. Der Hemmel ging daneben. Ey, Bayern kann vom Glück reden, dass sie nicht im Rückstand sind. Real Talk. Jetzt hat passiert, aber ich glaube, es war abseits. Ja. Ja, er hat es natürlich auch gesehen. Wie jetzt auf Boniface. Boah, schau mal, gegen Leimer, ohne Kano, Panna gegen ihn, ich glaube es nicht, im letzten Moment. Ja, ich bin beeindruckt von der Spielweise von Leverkusen, so schöne Passstaffetten, die spielen sehr oft mit dem ersten Kontakt direkt, das gegen Bayern im eigenen Stadion. Humor gibt gerade ein paar Autogramme an die Fans, macht noch ein Foto, korrekt. Nein, er bremst um ab. Sané, tolle Aktion! Der Modest hält das schweren Start an gegen Goretzka. Nächste Glanzparade! Ja, was passiert hier alles in der ersten Halbzeit? So viele Chancen! Halbzeit, Leute. Boah, was ein Fußballspiel. 1-1. Ich glaube, damit können beide Mannschaften erstmal leben. Hätten sich beide jeweils auch durchaus mehr Gegentore fangen können. Und was soll ich sagen? Die erste Hälfte hat einfach Bock auf mehr gemacht. Alter, Leute. Der eine hat fast auf
44 Meter oder so ein Tor geschossen. Also 30 Zentimeter oder so. Und er stand so weit vor dem Tor, ich hab's nicht ganz drauf. Boah, was ein Fehlpass. Wird das bestraft? Ja. Ulreich! Macht's wieder gut. Aber abseits. Leute, er ist aufgespuckt vor mir, ich habe es nicht genau gesehen, aber anscheinend hat Kane den wirklich verhauen. Also die Torhüter überragen heute auch auf beiden Seiten. Gleich kommen Masraoui und Jamal rein. Wird's. Alter, habt ihr gerade Xabi Alonso gesehen, wie heftig der sich aufgeregt hat, dass das Foul nicht nachträglich gepfiffen wurde gegen Wirtz? Natürlich gerade und das ganze Stadion war gerade mucksmäuschenstill. Jetzt gibt's die Pfiffe. Ich habe 2-2 getippt. Man muss ehrlich sagen, es wäre am Ende des Tages, glaube ich, das gerechte Resultat, wenn die beiden Mannschaften sich mit einem Remis trennen. Bayern am Ende mit ein bisschen Dose, aber okay. Ja, der ist drin. Bayern hatte auch so viele gute Chancen noch. Allein das Ding mit Harry Kane und die ganzen Bananen von den Nets geht. Es hätte auch wirklich Real Talk 4-4 ausgehen können. 95. Minute. Stellt euch vor, jetzt fällt noch das 3-2. Oh, lalalala. Ecke Bayern. Es wäre zu krass, wenn es jetzt noch fällt. Okay, es zählt nicht. Boah, was ein Aufreger nochmal zur Schlusssekunde. Oh, ey, dieses Fußballspiel muss ich erst einmal verdauen. Ich glaube, wir können uns definitiv auf das diesjährige Meisterschaftsrennen freuen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo, um die nächsten Stadionblogs nicht zu verpassen. Nächste Woche gibt's 2 Champions League Stadionblogs. Haut rein, bis zum nächsten Mal und gute Nacht aus München.